Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meines kleinen Videospieltagebuchs zu Xenoblade Chronicles auf der Wii. Ich mag das Format von Videospieltagebüchern sehr. Ich habe das damals sehr, sehr genossen, als Tom Dark Souls oder auch Bloodborne, wenn ich mich richtig erinnere, gespielt hat. Und ich hatte immer mal vor, sowas Ähnliches auch mal zu probieren. Und dass es jetzt Xenoblade geworden ist, ist ein bisschen... Naja, weil das ist ein sehr, sehr langes Spiel. Der Ausgangspunkt war aber tatsächlich der, dass ich krank war in den letzten Wochen und überlegt habe, Mensch, ich werde mich mal etwas bespaßen und habe dann einfach dieses Spiel angefangen und habe aber nebenbei das gleich aufgenommen, weil ich so im Hinterkopf hatte, Mensch, vielleicht probierst du es mal damit. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, hier große Dinge zu versprechen, aber ich glaube, ich werde sehr, 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 sehr viel Spaß mit diesem Spiel haben. Ich bin jetzt knapp 20 Stunden drin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Werde jetzt mal gucken, wie viele Teile ich hier mache. Es werden wahrscheinlich immer so 30 Minuten Parts. Und in dieser Folge werde ich so ungefähr 2 Stunden abdecken des gesamten aufgenommenen Spiels. Also sowas in der Richtung wird es wahrscheinlich werden. An der Stelle aber auch gleich nochmal der Hinweis, ich bin hier sehr offen für Kritik, wie immer. Weil ich, wie gesagt, das jetzt zum ersten Mal probiere. Zum ersten Mal spiele ich jetzt auch Xenoblade. Das ist irgendwie immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen, auch wenn ich da sehr, sehr viel gute Sachen immer drüber gehört habe und ich wollte es auch immer mal nachholen. Ich weiß nicht viel von der Serie. Ich kenne halt Shulk aus der Smash Brothers Serie und so ein paar Memes. I'm really peeling it ist, glaube ich, das Ding. I'm really feeling it. Das sind so eigentlich die einzigen Dinge, die ich so richtig kenne und weiß. Deswegen von der Story ganz, ganz wenig. Erwartet also da nicht, dass ich hier großes Wissen auskippe oder euch Sachen erzähle, die ihr vermutlich noch nie wusstet. Das wird hier nicht passieren. Ich habe aber so ein bisschen Erwartungen gehabt, als ich das Spiel gestartet habe und da hat dieser Titelbildschirm, finde ich, schon sehr, sehr viel beigetragen, weil man hier so eine unfassbare Weite und Atmosphäre kriegt, die mir sehr, sehr gefallen hat und deswegen habe ich jetzt diesen Titelbildschirm auch nochmal im Dolphin-Emulator abgegriffen, weil das Spiel selber habe ich dann jetzt auf der Wii U gespielt und aufgenommen. Das war einfach so eine Frage der Gemütlichkeit, weil man krank sich nicht unbedingt so vor den Rechner sitzen möchte. Entsprechend wird das nicht so richtig gut aussehen, zumal wenn YouTube da nochmal drüber geht, das sieht nicht schick aus. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal auf die Dolphin-Version umswitchen, also auf die emulierte Version später. Wie gesagt, die ersten 20 Stunden sind auf jeden Fall mit der Wii U gecaptured worden. So, das erstmal vielleicht so ein bisschen als Vorhersage bzw. so Hintergrundinformation. Und ich würde sagen, wir starten dann noch einfach mal und gucken, wo uns das hinträgt. Es kann natürlich sein, dass ich hier in dieser Folge noch ein bisschen sehr in Details gehe oder vielleicht auch noch zu wenig. Wie gesagt, das wird sich finden. Ich liebe übrigens, dass dieser Titelbildschirm so einen Tag-Nacht-Wechsel hat und die Musik ist auch sehr, sehr schön. Die Atmosphäre war auf jeden Fall schon da. Finde ich sehr, sehr schick. Ich habe mich dann entschieden, das Spiel auf Japanisch zu spielen, beziehungsweise die Sprache dann auf Japanisch umzustellen. Einfach, weil ich schon so ein bisschen den Eindruck hatte, dass sehr, sehr viel geredet wird. Und die englische Sprachausgabe halt so einen britischen Akzent, glaube ich, hat. Das wollte ich so ein bisschen vermeiden. Ich habe das im Spiel auch nochmal ausprobiert. Aber auf Japanisch und dann habe ich es einfach mal angefangen. Dieser Vorspann, der mir dann präsentiert wurde, ich fand den mega gut. Mega episch. Diese Ausgangsgeschichte mit 2 Titanen, die sich irgendwo jenseits der Zeit bekämpft haben und dann quasi im Todeskampf erstarrt sind, gestorben sind und sich darauf dann die Spielwelt gebildet hat, finde ich eine wahnsinnig, wahnsinnig gute, schöne Idee, die besonders ja durch ihre Größe dann nochmal an Bedeutung bekommt. Der Vorspann hat dann direkt einen Sprung gemacht und zwar zu einem Krieg, denn auf diesen beiden Titanen sind also zwei Rassen entstanden, einmal Menschen, die Homs, und einmal die Mekon, so nenne ich sie jetzt mal, ich weiß nicht, ob die Aussprache gerade richtig ist, das sind quasi diese Roboterwesen, die sich aus Gründen, die mir im Vorspann jetzt nicht genannt wurden, bekämpft haben. Und außerdem habe ich hier gleich noch Dunban kennengelernt, der hier offensichtlich auch mit dem Monado, mit dem Schwert oder dem Monado, vielleicht ist das die bessere Aussprache, hier für, vielleicht einen kriegsentscheidenden Vorteil gesorgt hat, weil er so ein bisschen hier der Haut draufhält war. Dann wurde mir noch Dixon vorgestellt und noch der zweite Kollege, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, der verschwindet hier aber auch relativ schnell wieder. Ich glaube Monakun oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, diese Schlacht schien so ein bisschen wie eine Schicksalsschlacht zu sein.
Und eine relativ große, wie gesagt, mir sagte der Ausgangspunkt überhaupt nichts. Ich habe dann direkt Kontrolle bekommen, und zwar über diese Dreier-Kombo, über diese Dreier-Gruppe. Und dann wurde mir das Spiel, beziehungsweise das Kampfsystem erstmal erklärt, weil das funktioniert ja tatsächlich ein bisschen anders als in den meisten anderen JRPGs, in denen ich mich eigentlich auch nicht auskenne. Deswegen, vielleicht ist das auch was Übliches. Ich kannte es so in der Form noch nicht so richtig, weil die Figuren, wenn sie im Kampfmodus sind, automatisch immer angreifen, also ihre Standardangriffe machen, und ich dann quasi als Spieler nur entscheide, wenn spezielle Angriffe oder auch Angriffsketten ausgelöst werden. Fand ich sehr, sehr schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen erstmal so, auch wenn natürlich viel Zahlen und viele Dinge irgendwie da gleich einploppen, auf einen einprasseln, könnte man sagen. Danach ging es dann direkt weiter in eine, wie ich finde, sehr gut inszenierte Cutscene. Das war etwas, was ich irgendwie nicht so richtig erwartet hätte, weil das Spiel eben auch sehr lang sein soll. Dachte ich, naja, dann wird da wahrscheinlich eher nicht so viel Arbeit in diese Cutscenes reingeflossen sein. Aber ich finde, das ist so ein bisschen über dem Durchschnitt. Also ohne da jetzt riesig Erfahrung vorweisen zu können, aber ich finde das sehr, sehr treffend und schön und kreativ auch inszeniert und auch handwerklich gut inszeniert. Das hat mich dann tatsächlich ein bisschen schon an diesem Punkt überrascht. Hier, Dunbin ist verletzt, Dixon hilft ihm ein bisschen und dann kommt es eben zu einem Verrat von dem dritten Typen, dessen Namen Mamka heißt er. Mamka, der hier ja quasi die anderen dann verrät und die Flucht ergreift. Ich weiß nicht, wohin das noch führen wird, ob ich den nochmal irgendwie wiedersehe, aber es ist so ein bisschen unklar, was da passiert. Auch warum er flieht, ob das jetzt bloße Angst ist und er sagte irgendwie auch, er will das Monado auf jeden Fall irgendwie haben. Naja, der haut auf jeden Fall ab. バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見計らってモナドを拾いに行けば。一致。鬼神エドモン、ホムスを、巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。Das finde ich jetzt auch wieder wahnsinnig gut gemacht, wie die Kamera hier einfach rauszoomt und so den Ort ein bisschen verlässt und dann mir auch nochmal diese schiere Größe von diesen beiden Titanen zeigt. Das ist hier auch so ein bisschen eine Vorausschau auf das, was da so auf mich zukommen könnte, möglicherweise, bevor die Kamera dann ganz zurückgeht. Und hier ist dann offensichtlich zum finalen Aufeinandertreffen von Dingen irgendwie kam. Gefällt mir wahnsinnig gut, wie dieser Vorspann. Ich finde, beziehungsweise die gesamte Intro-Sequenz und dann der Title-Drop. Also mag ich sehr, es ist sehr, sehr gekonnt inszeniert. Danach gab es einen Zeitsprung, ein Jahr später, und wir verlassen auch an dem Punkt schon wieder Dunbin und treffen hier dann quasi Shulk das erste Mal, der hier dann offensichtlich auf so einem Schrottplatz verschiedene Dinge irgendwie sucht. Auch ihn finde ich ganz schön in Szene gesetzt. Das hat irgendwie so gleich eine gewisse Leichtigkeit, die sich natürlich dann auch irgendwie farblich sehr im Kontrast zu diesem zur Intro-Sequenz irgendwie wiederfindet. Finde ich schön, auch wenn man hier natürlich schon so ein bisschen die technischen Limitationen der Wii einfach bemerkt. Ja, das wird auf der Wii U jetzt auch nicht so viel besser. Auch hier wurde mir dann nochmal quasi das Kampfsystem gleich erklärt, beziehungsweise gab es hier erst nochmal dann meine zweite Spielfigur, ein Kumpel von Shulk, nämlich Ryan, der hier dann so der Beef Buddy irgendwie ist. Die haben eine, finde ich, ganz schöne Dynamik und ergänzen sich auch ganz gut. Das Kampfsystem selber hat dann hier gleich nochmal quasi eine neue Tiefe bekommen, weil mir jetzt erklärt wurde, okay, es gibt hier eben spezielle Attacken, die von speziellen Seiten besser funktionieren. Also eine Attacke, die von hinten ausgelöst wird, macht nochmal extra Schaden. Und wenn sie von der Seite stattfindet, dann wird ein spezieller Extra-Buff ausgelöst. Also das ist dann so der nächste Schritt gewesen. Das hat mir aber auch tatsächlich mehr und mehr Spaß gemacht.
auch wenn ich gemerkt habe, okay, ich muss mich da echt ein bisschen reinarbeiten und erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wann ich wie was mache, weil man eben ja doch auf relativ viel achten muss. Auch wenn so diese ersten Kämpfe natürlich relativ harmlos sind und jetzt auch nicht wirklich schwer waren oder irgendwie sowas. Entsprechend bin ich dann auch erstmal ja nicht wirklich zielgerichtet zur nächsten Storyplot gelaufen, sondern habe mich erstmal umgeguckt und habe mich ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht, habe dann erstmal ausprobiert, okay, wie starte ich Kämpfe überhaupt, was kann ich während der Kämpfe sonst noch so machen, also mich so ein bisschen reingearbeitet und ich hatte da auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass Leveln wahrscheinlich keine schlechte Idee ist in so einem Spiel. Also ich hab mal ganz, ganz früher, das ist so mein Secret of Mana Moment gewesen, wo ich irgendwie Kämpfe versucht habe zu vermeiden und nicht so richtig mitgelevelt bin, was dann natürlich das Endgame wahnsinnig schwierig gemacht hat. Und seitdem bin ich immer so in solchen Spielen, okay, von Anfang an eher leveln. Die Menüs sind auch vielfältig da, auch noch mit so ein, zwei Ladezeiten versehen. Aber das kam mir dann alles sehr, sehr bekannt vor. Ich mochte sehr, dass man hier seine Figuren wieder so komplett ausstatten kann. Da habe ich mich dann erstmal so ein bisschen durchgeklickt und bin dann so langsam in Richtung Storyline wieder gegangen und habe dann Kolonie 9 entdeckt. Und ich mag sehr, dass man direkt auch immer sieht, wo man auf so einem Titan ist, dass hier quasi die Kolonie 9 in der Wade oder auf der Wade des Titan ja, existiert, finde ich ein schöne Detail. Das ist irgendwie eine schöne Vorstellung. Die Stadt selber, meine Güte, war die groß. Man kann mit sehr, sehr vielen Leuten reden und was auch sehr interessant ist, man kann mit fast allen Leuten tauschen. Die haben spezielle Dinge, die man dann gegen andere Items eintauschen kann, was ich dann auch exzessiv erstmal gemacht habe. Das war einfach so das Gefühl, okay, bevor ich jetzt was verpasse, hau ich da gleich mal wieder rein. Dann gab es auch direkt das Harmoniediagramm, bei dem ich noch nicht so richtig weiß, was das macht. Deswegen hebe ich mir das nochmal für später auf. Ich bin dann so ein bisschen in so einen kleinen Ausrüst- und Kaufen-Verkaufen-Modus gefallen, nachdem ich mich dann Stück für Stück hier weiter umgeguckt habe. Weil ich schon gemerkt habe, okay, da muss man sich einfach ein bisschen mit beschäftigen. Das ist so ein bisschen Micromanagement, was da stattfindet. Die Stadt selber ist auch übersät mit Leuten, die einem Quests anbieten. Ich habe alles angenommen, erstmal was es so gab. Das sind einige Quests dann auch relativ schnell zusammengekommen, die mal mehr, mal weniger ausführlich waren. Da sind auch schnell Quests in die Hände gefallen, wo es einfach nur darum geht, bestimmte Monster an bestimmten Orten umzubringen, die dann aber auch gleich Monster-Quests oder sowas hießen. Beim Händler, wie gesagt, bin ich dann erstmal in so einen Kaufen-Verkaufen-Modus gefallen, musste mich dann erstmal so ein bisschen an die ganzen Stats gewöhnen, was die so machen. Das war mir an dem Punkt noch nicht so richtig klar, aber ich dachte mal, blau ist immer besser als rot. Das ist schon mal so eine Grundlage, wenn ich die verstanden habe. Und was ich dann auch sehr schnell gemerkt habe und was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass man, wenn man den Figuren bestimmte Sachen gibt und zum Ausrüsten gibt, dann haben die auch an. Das ist eine Sache, die ich oft vermisse. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal eine positive Sache, wo ich mich, glaube ich, auch noch im weiteren Spielverlauf immer sehr, im Zwiespalt befinden werde zwischen es sieht besser aus und die Stats sind einfach besser. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ja, dann viel, viel rumgelaufen in dieser Stadt. Ich glaube, ich bin eine Stunde nur in der Kolonie 9 rumgelaufen, die sich dann so in verschiedene Bezirke aufteilt. Hab da dann Quests eingesammelt, die, wie gesagt, mal mehr, mal weniger interessant waren. Aber für mich war das eigentlich an dem Punkt erstmal uninteressant, weil ich dachte, ich nehme jetzt erstmal alles mit, was ich irgendwie mitnehmen kann. Ich bin dann auch auf diese kleinen Kerle oder Kerlinnen gestoßen und auf einen Juwelenonkel. Ich mag die deutsche Übersetzung auf jeden Fall, kann ich schon mal an der Stelle sagen. Denn man kann seine Waffen und oder beziehungsweise seine Gegenstände auch noch extra ausrüsten mit Juwelen, wenn sie Slots haben. Das wird sicherlich auch nochmal ein großer interessanter Faktor. Ja, wobei das jetzt am Anfang noch nicht so richtig die große Rolle zu spielen scheint. Dann bin ich lustigerweise in die Nacht hineingekommen. Man sieht, ich bin hier mehr oder weniger immer noch im selben Bezirk unterwegs und wusste tatsächlich nicht, dass es auch in den Städten einen Tag- und Nachtwechsel gibt. Tag- und Nachtwechsel, Gott sei Dank nicht. Dieser Nachtwechsel, der bringt nochmal neue Figuren mit sich, beziehungsweise sind Figuren dann halt woanders und es gibt nochmal mehr Quests zu finden. Es kam also gleich sehr, sehr viel irgendwie zusammen,
Aber es hat sich jetzt nicht so krass überwältigend angefühlt, dass ich da irgendwie abgeschreckt war, sondern es war eher so ein schönes Reinarbeiten, weil, was wirklich großartig ist, wenn man Quests abgeschlossen hat, muss man nicht nochmal zu den Questgebern gehen und quasi die Quest da beenden, sondern das macht das Spiel automatisch. Mein Harmoniediagramm hat sich entsprechend dann auch so nach einer Stunde relativ gefüllt. Ich kann, wie gesagt, noch nicht sagen, was mir das bringt so richtig, außer dass ich Figuren manchmal sehe. Es scheint auch noch eine Beziehung von der Gruppe zu der entsprechenden Stadt zu gehen. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ja, ich bin dann weiter. Ja, ich bin dann also weiter der Story nach und bin dann quasi in die Militärbasis, in den Verteidigungsbezirk gegangen. Da sieht man, das ist jetzt ungefähr eine Stunde hierher gewesen. Ja, und wollte dann tatsächlich doch mal der Story so langsam weiter folgen. Schulk scheint also das Monado zu besitzen, das hier so eine Art Forschungseinrichtung ist, in der er dann arbeitet. Und da taucht auch Dixon auf, der vorher offensichtlich unterwegs war. Und ja, so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Vaterfigur, ist aber schon so ein wichtiger Bezugspunkt für Schulk sein könnte. Es gibt da nochmal einen Flashback und man sieht, wie Dunman schwer verletzt zurück vom Krieg gebracht wurde, hat das Ganze also überlebt. Der Schulk sagt, dass das Monado, ich sag mal Monado, wahrscheinlich ist Monado, ihn geführt hätte. Ja, also dass es da eine Art Sache, eine eigene Identität gibt und dass Schulk das mal herausfinden sollte, jetzt mal so sinngemäß. Der hat sicherlich etwas epischer formuliert. Und das ist dann am Ende auch das, wie Schulk im Moment quasi die Ausgangssituation ist. Er ist am Erforschen, er hat das Schwert, es gibt dann einen Szenenwechsel und wir sehen, wie es Dunman geht, der sich zwar erholt hat, aber die Hand bzw. der ganze Arm ist sehr mitgenommen. Wir lernen dann auch seine Schwester kennen, Fiora, wenn ich mich nicht gerade sehr vertue, die sich sehr rührend um ihren Bruder kümmert, der aber tatsächlich, also der tut so, als wäre alles in Ordnung, aber er kann noch nicht mal einen Löffel selber halten im Moment. Finde ich eine interessante Zeichnung, denn er möchte eigentlich noch nicht, wie er selber sagt, zum alten Eisen gehören. Das könnte also noch eine sehr interessante Storyline werden. Wir übernehmen dann Fiora tatsächlich auch, die Schulk Essen bringen möchte. Der sitzt etwas weiter oben auf einem schönen Ort, wo man alles so ein bisschen überschauen kann. Und wir lernen dann so ein bisschen die Zusammenhänge zwischen den beiden kennen und dann, dass das Monado offensichtlich auch die einzige Waffe ist, die diesen Robotern, also den Namen gerade vergessen, tatsächlich schaden kann. Also es ist eine sehr elementare, wichtige Waffe, die tatsächlich von jemandem geführt werden muss und aber auch nicht ganz einfach zu handhaben ist. Ich mag sehr die Stimmung, die hier dann rüberkommt. Das hat einfach eine... Sie fühlen sich echter an, als ich gedacht hätte, die Figuren. Und es kommt dann auch noch zu einer kleinen Cutscene, die ich ganz, ganz schön finde, die nochmal so ein bisschen etabliert, wie sie da leben auf dieser Wade. Es gibt hier diese Laserabwehrkanonen, die offensichtlich hin und wieder mal Dinge vom Himmel holen, die da runterfallen von weiter oben. Keine Ahnung, was das ist, wo die herkommen, wird mir noch nicht erklärt. Aber ich, wie gesagt, mag hier dieses Zusammentreffen zwischen den beiden. Auf dem Weg zurück gibt es nochmal etwas Neues. Ein Harmoniegespräch wird mir gezeigt. Das sind so kleine Zwischensequenzen, die interaktiv sind, wo man dann innerhalb der Party die Leute so ein bisschen besser kennenlernen kann. Ich habe davon im späteren Spielverlauf auch noch einige gefunden, die aber bestimmte Voraussetzungen erstmal erfüllt haben wollen. Also, dass man mit den richtigen Leuten in der richtigen Harmonie an diesen Punkten ist. Und dann miteinander sprechen kann, interagieren kann. Finde ich nett, weiß ich noch nicht, wie sehr ich da hinterher sein werde. Ich bin dann auf dem Weg zurück, weil ich dann erst nochmal überlegt habe, ob ich jetzt direkt der Hauptstoryline folgen möchte. Und habe mich dann nochmal entschlossen, nochmal erstmal ein paar Nebenquests zu machen, beziehungsweise diese Monster-Quests, wo man dann unterwegs ist. Und bin da dann auch relativ schnell auf einen großen Brocken mal gestoßen, denn es gibt hier ganz offenbar dann eben auch einzigartige Gegner, die nicht respawnen. Und aber auch nicht so ganz ohne sind. Ich bin hier mit Level 6 dann mit diesem Level 5 Bluchal zusammengetroffen und der hat mich dann doch
relativ schnell fertig gemacht. Das heißt, man nur weil das Level drüber ist, heißt das nicht, dass das unbedingt eine gute Situation ist. Ich bin dann da also auch das erste Mal K.O. gegangen und war schon so, ah kacke, jetzt ist ja alles, was ich ja da erforscht habe und mir angeguckt habe und die Erfahrungspunkte, jetzt ist das alles weg. Aber nein, denn das, was das Spiel hier macht, ist, wenn man kampfunfähig ist, wird man einfach an den letzten Reisepunkt zurückgesetzt, behält aber, zumindest ist das gerade mein aktueller Stand der Information, alles an Erfahrungspunkten und auch an Karten, an Informationen, was man so vorher aufgedeckt hat, was ich super finde, weil das natürlich zum Erkunden und Ausprobieren einlädt, weil die Konsequenz eine relativ geringe ist und entsprechend bin ich dann eben auch weiter und habe da eine ganze Menge Kreaturen umgebracht, alles eigentlich kaputt gehauen, was da so kreuchte und fleuchte, was nicht so die richtig feine Art ist, aber so habe ich dann ein paar Quests erledigt, das gab dann in der Regel eher Geld, als dass es Erfahrungspunkte gab. Aber auch hier wieder die Geschichte, ne, dass Quests, wenn sie abgeschlossen sind, einfach automatisch abgegeben werden und man nicht noch irgendwo hin muss und sagen muss, hey, guck mal, ich habe das gemacht. Fand ich sehr, sehr angenehm. Mir ist auch da dann schon wieder aufgefallen, wie groß hier allein dieser Bereich rund um diese Stadt ist. Da gibt's einiges zu sehen und das war für mich fast ein bisschen, ganz bisschen Breath of the Wild. Nicht so viel und auch nicht in der Intensität, möchte ich sagen, aber dieses Gefühl, hier quasi frei rumlaufen zu können und entdecken zu können und ausprobieren zu können, das hatte sich schon so ein bisschen bemerkbar gemacht. Ich bin dann auch geschwommen, wusste ich auch nicht, dass das geht und bin dann, wie gesagt, da ein, zwei Tage, also Ingame-Tage rum und habe diese Quest gemacht und bin dann aber auch auf Gegner gestoßen, die dann nicht so mega einfach waren, weil neben diesen Level 6 Gegnern oder 5 Gegnern, die dann manchmal problematisch sein können, gibt es hier auch etwas größere, hier so zum Beispiel Level 8, das war machbar, weil ich da dann eben auch angefangen habe, mich ein bisschen mehr mit den Kampfmechaniken auseinanderzusetzen, also eben bewusst bestimmte Attacken von hinten, von der Seite, von vorne zu setzen und dann eben strategischer da rangegangen bin. Deswegen hat sich das Rumexperimentieren und Rumlaufen da auf jeden Fall schon voll gelohnt. Auch wenn ich dann an einer Stelle irgendwie an Fische, die waren glaube ich Level 56, gestoßen bin, die mich einfach mal eiskalt one-hitted haben. Und zwar auch nicht so nicht zu knapp, wollte ich sagen. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das war für mich dann auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, nutze ich jetzt mal die Schnellreisefunktion, die super ist, die wahnsinnig schnell ist und folge dann der Hauptstoryline mal weiter. Das fand ich durchaus interessant, wo führt das jetzt hin? Die nächste kleine Cutscene hat dann mal das Monado so ein bisschen mehr in Fokus gerückt. Ryan hat das nämlich einfach mal angepackt und man sieht hier ganz klar, dass das Schwert so eine eigene Dynamik hat, dass es also geführt werden will, aber auch ein, sagen wir mal, nicht ungefährlich ist. Hier wird Fiora fast mehr oder weniger halbiert. Aber was hier die Information an der Stelle ist, dass es keine Menschen vernichtet. Das ist für Schuld, glaube ich, so keine neue Information. Fiora war da weniger begeistert von der Reaktion. Finde ich wieder ein ganz schönes Wechselspiel zwischen den beiden, auch wenn das jetzt natürlich jetzt nicht wahnsinnig sensationell ist. Es führt aber dazu, dass dass Schulk das erste Mal eine Art Vision hat, als er das Schwert anstößt oder aus Versehen aktiviert, das ist jetzt so irgendwie mein Gefühl, und dann eine, ich nehme mal an, Zukunftsvision hat, ja, also dass hier Figuren auftauchen, Situationen auftauchen, die mir an diesem Spielpunkt natürlich überhaupt nichts sagen, ist aber, finde ich, eine interessante Mechanik, also eine Vision, die nichts Gutes verspricht. Alles andere wäre jetzt ja aber, glaube ich, auch ein Zufall. Dann gab es einen Hinweis, okay, es gibt auch noch Techniken. Da habe ich mich dann aber an dem Punkt nur so ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe hier zum Beispiel überhaupt nicht gesehen, dass man hier Sachen aufleveln kann. Das werde ich später dann, glaube ich, nochmal nachholen. Ich bin dann erstmal wieder, bevor es weiterging, in der Hauptmission. Man sollte jetzt Ryan begleiten, der, ich glaube, irgendwelche Antriebszylinder sich holen sollte. Hier habe ich also erstmal ganz, ganz viel Micromanagement betrieben, was sich aber, wie gesagt, für mich nicht störend auswirkt im Moment. Ich mag sowas immer ganz gerne, zumal man halt visuelle und auch merkbare Spieleffekte hat. Das macht sowas für mich immer deutlich angenehmer. Dann hat sich Fiora nochmal der
Gruppe angeschlossen, weil wir nämlich natürlich die Kanister vergessen haben, beziehungsweise die Transportkoffer. Klar, in so einem Spiel braucht man auf jeden Fall Transportkoffer, die sind ganz, ganz wichtig. Wo soll man denn bitte sonst die ganzen Items hinpacken? Das war dann, das eine Dreiergruppe wieder, wie ganz, ganz, ganz am Anfang im Intro. Und dann werden wir hier auch zu den Angriffsketten gezeigt, die ich aber, ich glaube, noch nicht so richtig benutze, weil ich sie einfach noch nicht verstanden habe. In der Tepra oder Tefra-Höhle bin ich dann auch sehr, sagen wir mal, minder oder, ja, nee, eigentlich schon eher weniger erfolgreich erstmal rumgelaufen. Das war dann so ungefähr 2,5 Stunden. Und hier auch da wieder ein sehr, sehr großes Vieh, wo ich dachte, okay, das probierst du jetzt mal bisher zu dritt. Der hat mich aber sofort vergiftet, wo ich dann so dachte, okay, nee, komm, vergiss es, das wird eh nichts. Dann fliehe ich mal, weil ich wusste in diesem Moment auch noch nicht, wie flieht man aus Kämpfen, wie beendet man Kämpfe, gibt es überhaupt eine Chance, die zu beenden? Und das lief eher so mittelgut. Also ich wusste hier noch nicht, dass es eine spezielle Spielmechanik gibt fürs Fliehen. Und so kam der Klops einfach hinterher und hat die ganze Sache relativ schnell und unkompliziert beendet. Das war für mich dann noch ganz interessant zu sehen, dass nur weil man quasi der Story der Hauptmission folgt, heißt das nicht, dass man hier wahnsinnig gut durchkommt, beziehungsweise jeden Gegner besiegen können muss. Was so eine Art Backtracking, glaube ich, schon mal etabliert, was ich auch nicht schlecht finde, dass man also später, wenn man stark ist, zurückkommt und da so ein paar Gegner platt machen kann, mit denen man vielleicht vorher deutlicher Probleme gehabt hat. Ich bin dann hier, wie man sieht, nochmal so ein bisschen durch die Höhle gegangen und habe gelevelt, beziehungsweise eigentlich alles umgebracht, was dann da sich umbringen ließ. Das war auch das meiste und es wurde nicht so einfach, weil ich das ein oder andere Mal dann dabei auch verreckt bin. Was jetzt so im Nachhinein, glaube ich, daran liegt, dass ich diese Angriffskettengeschichte einfach nicht verstanden habe bzw. umgesetzt habe. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen, weil Angriffsketten quasi dann auch eine manuelle Auswahl der einzelnen Angriffe pro Person dann irgendwie bedeuten. Es gab aber hier dann für mich die Erkenntnis, dass man hier seine Kumpanen wiederbeleben kann, offenbar. Hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig drin. Dieses Aufmuntern, was hier nur wieder mal aufploppt, da wusste ich auch noch nicht so richtig, was das sollte. Deswegen war jeder tot und da gab es schon so 4 oder 5. Schon verbunden mit einem Lernprozess, was das Ganze sehr angenehm gemacht hat. Ich war also nicht so wirklich frustriert, sondern immer so ein bisschen motiviert, weil man schon gemerkt hat, okay, es geht irgendwie immer ein Stückchen besser und man versteht es und man levelt halt auch. Das heißt, wenn man K.O. geht oder jetzt einen Levelanstieg hat und danach K.O. geht, macht das nicht so viel, weil man eben auf Level 10 bleibt. Das ist also ein sehr, sehr schöner Progress, den ich da irgendwie gespürt habe. Und ja, nach etwas hin und her und nach dem einen oder anderen Meuchelmord bin ich dann also weiter und habe dann den nächsten Reisepunkt erreicht, die Ruinen. Was ich ganz interessant finde, weil hier gibt es dann offensichtlich schon länger diese, ich weiß nicht, es hat so ein bisschen abgestürzte Raumschiff-Atmosphäre. Region. Auch da gab es dann einen Kampf, der mir ehrlich gesagt von dieser Session dann am meisten in Erinnerung geblieben ist. Unterwegs habe ich ein paar Soldaten getroffen, die gesagt haben, hier gibt es so eine Echsenkolonie, rotte die mal aus, die sind kacke. Und das habe ich auch gemacht und das lief gut und ich hatte ein super Gefühl und habe dann die Items, die ich da gefunden habe und gekriegt habe, dann quasi eingesammelt und war schon so, okay, jetzt werde ich erstmal wieder ein bisschen ausrüsten, weil hier gibt es jetzt ja ein schönes Schwert, das heißt Zerstörer, eine schöne Waffe, supi, supi, supi. Was ich nicht so richtig mitgekriegt habe, ist, dass sich im Hintergrund etwas größeres Echsenvieh angeschlichen hat, was mich so völlig überrascht hatte, wenn man so sieht, wo ich gerade noch völlig irritiert bin, weil der hat richtig reingehauen und richtig Schaden gemacht. Und ich war schon so ein bisschen in so einem leicht verzweifelten, irritierten Modus und habe da dann aber was ganz Spannendes für mich gelernt, nämlich wie man dann am besten mit Angriffsketten, noch nicht im eigentlichen Sinne, aber wie man mit Effekten umgeht. Sprich, ich werde jetzt hier gleich diese Echse von der Seite anstoßen, dass sie quasi schwankt. Ryan stößt sie dann um und danach kann man dann quasi die nächsten Effekte draufsetzen. Das war so mein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist einfach echt wichtig, das auch zu verstehen beziehungsweise dann auch einzusetzen. Ich habe es jetzt hier noch nicht manuell gemacht, das ist dann ja quasi der nächste Schritt. Und deswegen ist dieser Kampf, der hier eigentlich schon relativ aussichtslos aussieht und relativ knapp,
doch noch gut ausgegangen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt spoiler. Es war eigentlich auch kein großer Mini-Boss oder irgendwas, sondern einfach nur ein Quest-Gegner, den ich dann hier gelegt habe. Das hat mir aber so einen Schub gegeben, dass hier sieht man es jetzt übrigens, diesen Moment, diesen Schwanken, und er ist umgekippt und kann sich dann nicht bewegen. Das war ja dann quasi der entscheidende Moment, wo ich dann den Damage setzen konnte und dann diese Quest quasi direkt erledigen konnte. Also das war mein schöner Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ey, Kampfsystem, supi, da muss man sich aber ein bisschen mit beschäftigen, und da steckt deutlich mehr drin als eben so ein typischer Hack and Slay, in Anführungszeichen, man spammt einfach nur einen Knopf, das hat hier nicht funktioniert. So, ich bin dann nach oben gekommen zum Zylinderlager, und ich hatte dann so meinen kleinen Dark Souls Moment, und jetzt nicht bezogen auf die Schwierigkeit, sondern auf das Level Design, weil ich hier dann quasi überhalb der Kolonie bin, nach unten gucken kann und die ganze Kolonie sehe, was ich sehr, sehr schön finde. Dann hat Ryan die Zylinder eingesackt, und dann ist es aber auch gleich zu einem nächsten Moment gekommen, den ich irgendwie erwartet habe, aber nicht so richtig in dieser Art und Weise. Die Mekon sind aufgetaucht, beziehungsweise irgendwelche, ich glaube, es sind andere vom Gefühl her, die waren jetzt dann nicht so die Riesenschwierigkeit, da war ich dann jetzt doch noch schon gut genug im Kampfsystem drin. Und dann ist es zur nächsten Cutscene gekommen, die ich einfach mal ein bisschen laufen lassen möchte, weil ich finde die Atmosphäre schon ganz gut. Und mit diesem Moment möchte ich dann nicht nur den Spielfortschritt speichern, so nach ungefähr 3 Stunden, sondern dann auch den ersten Teil zu Ende führen. Und ich war an diesem Punkt sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, ist klar, dass irgendwas Größeres passieren musste. Das war jetzt nicht so überraschend, aber dass das Spiel mich tatsächlich in den ersten 2-3 Stunden so gekriegt habe, da habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Weil normalerweise ist das jetzt nicht so mein Mega-Genre, und das war so ein bisschen, weiß ich nicht, hätte er, glaube ich, eher erwartet, dass ich so überwältigt bin, dass mir das keinen Spaß macht. Aber ich bin so gut reingeführt worden in die Hauptgeschichten, dass das ein bisschen mit Geduld und natürlich aber auch mit dem richtigen Gefühl, Sachen ausprobieren zu wollen, einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Deswegen freue ich mich sehr auf das, was jetzt danach noch kommt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen vorproduziert, würde euch aber erstmal so ein bisschen, nicht bitten, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir so ein bisschen Feedback gebt, sagt so, ey, ist das die richtige Richtung, das macht Spaß zu gucken, oder ey, das ist einfach viel zu viel, oder ey, spiel mal ein anderes Spiel. Das bringt mir in diesem Fall da nicht so viel. Aber trotzdem, ne? Ich freue mich über alles, und ich werde das Spiel auf jeden Fall auch weiterspielen. In diesem Sinne, erstmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, und dann sehen wir uns möglicherweise schon relativ schnell in Teil 2 wieder. Ne? Kann ja alles passieren. Bis dahin. Tschüss.